Hallo und herzlich willkommen, liebes Seven vs. Wild Team. Ich wäre gerne bei Seven vs. Wild dabei. Ich kann mich empfehlen, weil ich lebe hier in Thailand. Ich kämpfe mich durch den Ladyboy-Dschungel. Ich habe sehr, sehr gute Fähigkeiten in Sachen Survival mir über die letzten 2 Jahre angeeignet. Ich habe den ein oder anderen Survival-Stream hinter mir. Das heißt, 24 Stunden in der Wildnis. Davon habe ich die Hälfte circa abgebrochen, da ich es leider nicht geschafft habe. Aber im Zweierteam bin ich doch sehr, sehr stark. Vor allen Dingen mit meinem Kumpel Kian habe ich 24 Stunden zweifach in der Wildnis überlebt. Wir haben uns Betten aus Bäumen gebaut und aus Schlingpflanzen, die hier im Dschungel vorzufinden sind. Ich habe mit Tieren im Freien geschlafen. Dort gab es auch einen Riesen Waran, also einen Monitor-Lizard, welcher nachts an unser Bett gekommen ist und uns besucht hat. Ich habe Krabben gefangen mit meiner Hand und habe sie gegessen, roh und auch gebraten bzw. gekocht in einer Kokosnuss. Ja, also ansonsten kann ich nicht viel mitbringen. Ich bin sehr kommunikativ. Wissen ist wie Pissen. Und zwar alltäglich und überlebensnotwendig. Ich kenne mich in der thailändischen Barszene sehr, sehr gut aus. Würde auch sagen, dass ich, was das angeht, einen sehr guten Überlebensdrang habe. Also, ich kann sehr gut filtern. Genau. Ja, lassen wir das. Ich trinke gerne Bier, am liebsten Chang. Und ja, wir können ja nochmal drauf eingehen, was ich mitnehmen würde auf die Insel. Beziehungsweise nicht auf die Insel, sondern nach Alaska oder halt Kanada. Ich würde vermutlicherweise meine Flasche mit Sengsum zur Hälfte füllen. Das ist ein thailändischer Rum. Warum? Erstens zur Desinfektion, zweitens um abends eben am Feuer, falls ich das geschissen bekomme, auch einfach was fürs Gemüt zu haben und nicht nur dort zu versauern, sondern um mit meinem Kollege, der dort dann auch sein wird, einfach auch mal abschalten zu können. Weil ich finde, das gehört auch dazu beim Überleben, nicht nur das harte Überleben, sondern auch abends am Feuer, dass man vielleicht mal einen kurzen trinken kann. Ja, ansonsten würde ich mitnehmen ein kleines Messer, einen Feuerstahl, das kann man ja alles dann auch da reinmachen, das ist ja nur Flüssigkeit. Was würde ich noch da reinmachen? Ich würde mir Reis reinmachen, weil das kann ich ja dann am Ende einfach absieben. Ich würde mir Angel-Equipment reinmachen, Schnur, Haken etc. Ich würde mir Köder reinpacken. Und ich würde mir einen Vape mitnehmen wollen. Sowas hier in die Richtung, ne? Also ich brauche Nikotin. Ich möchte in den 2 Wochen mich wohlfühlen irgendwo auch, deswegen. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, ich habe einen guten. Ich bin fit. Mein Körper ist fit. Ich bin 24. Bin jung und ich denke, ich kann da ordentlich durchziehen. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich 14 Tage schaffen werde. Aber zu zweit werde ich auf jeden Fall dort lange überleben können und auch bin natürlich auch bereit, gerne viel von dem anderen zu lernen. Ich bin allgemein sehr abenteuerlustig. Also als Beispiel, ich habe mir hier in Thailand auch ein Boot gekauft, obwohl ich keinen Bootsführerschein habe und bin über den Ozean gefahren damit bei Stürmen. Und jemand, der die Tropen kennt, weiß, dass so ein Tropensturm ziemlich extrem sein kann, aber ich habe alles überlebt und ich denke, Alaska würde ich auch überleben. Und so wie ich hier mich mit Kobras anlege und mich denen gegenüberstelle, wenn ich mal eine finde. Ich scheiß mich gerade so ein. Ach du Scheiße.
Oh, da ist eine Schlange. Guck mal, Latschet. Da ist eine Schlange. Direkt vor mir, Bruder. Da ist eine Schlange, Bruder. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich mache erstmal eine Insta-Story. Die guckt mich an. Würde ich mich auch in Alaska freuen, vielleicht mal den ein oder anderen Elch oder auch Bär in der freien Wildbahn zu erleben. Natürlich bitte nicht in unmittelbarer Nähe, aber vielleicht aus der Ferne zu beobachten. Also ich bin auch sehr interessiert an der Tierwelt und ich glaube, ich könnte auch sehr gute Eindrücke für die Zuschauer liefern, weil ich wirklich sagen würde, ich sehr schmerzlos bin beziehungsweise keine Angst habe. Was mache ich jetzt? Ich mache erstmal eine Insta-Story. Ja, das ist meine Bewerbung für Seven in the Wild. Wie gesagt, ich bin 24 Jahre jung, heiße Leon, komme ursprünglich aus Kassel in Deutschland, wohne aber derzeit in Thailand und werde auch demnächst nach Kenia fliegen, um dort live zu streamen. Hab das Ganze auch schon in Indien getan, hab dort auch aus verschiedenen Slums gestreamt etc. Also ich gehe gern dahin, wo es dreckig wird, wo es schmutzig wird. Ich hoffe, ihr nehmt mich. Und sorry, dass ich das jetzt hier einfach nur am PC mache und kein irgendwie Survival-Abenteuer aufnehme, aber ich habe, um ehrlich zu sein, vergessen, wie das heute die Deadline ist. Deswegen, ja, Kuss, Dankeschön fürs Anschauen, wir sehen uns. Fuck! Was war denn das, Mann? Oh! Oh! Heilige Scheiße, ist ein Riesenlizard! Boah! Guck mal, Datsche! Alles gut, ich komme in Frieden. Oh Gott! Boah! Der ist aus dem Fenster gesprungen! Fuck, Bruder, ich will meine Füße auch nicht so nah hier an den Rand machen. Ich glaube, ich hab einen Fisch! Ich hab Real Talk einen Fisch! Wow! 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 Ich hab einen Fisch! Der Leon hat einen Fisch. Ich wohne da, Alter. Also da ist mein Hotel drin. Und da, ja. Deswegen will ich gerade nicht in mein Hotel. Ich hab ein bisschen Schiss, aber wir wurden auch überhaupt nicht evakuiert oder so. Guck mal, Chat. Ich mach euch mal so. Ich glaube, so ist noch scarier. Ey, du bist spoilern, Chill. Alter. Moment, ich hab's nicht lange, ich krieg's hin. Hör doch auf, wenn wir zum dritten Mal jetzt hier, die Leute. Aber du weißt, was es war, oder? Ja, Dino. Nein, nein, Wahl. Ah!